Telekolleg Wohnheim, Folge 2. Abwasch. Nach einer leckeren, vollmundigen Mahlzeit steht in der Regel keine direkte Erholung, sondern Arbeit an. Dies bedeutet, Sie müssen das übrig gebliebene Geschirr wieder für Ihre nachfolgenden MitbewohnerInnen nutzbar machen. Eine gängige Methode ist das plötzliche Verlassen des Raumes in der Hoffnung, jemand anderes würde Ihnen die Arbeit abnehmen. Dies ist kein korrektes Verhalten. Ebenso ist das Entsorgen des Geschirrs unzulässig. Dies ist nur bei der vorigen Benutzung von Einweggeschirr möglich. Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist hiervon jedoch abzusehen. Auch wenn gefrorenes Geschirr nicht schimmelt, so bildet es dennoch eine Belastung für Ihre Mitmenschen und enthebt sie nicht von den Pflichten der Reinigung. Für eine korrekte und umweltschonende Schmutzbefreiung müssen Sie daher auf Folgendes achten. Zunächst geben Sie einen Tropfen Spülmittel auf einen Schwamm oder einen Lappen. Hiermit reinigen Sie alle Oberflächen Ihres Geschirrs. Dieses legen Sie nun in die zweite Spülwanne. Sobald Sie Ihr dreckiges Geschirr eingeseift haben, spülen Sie den Schaum mit Wasser ab und legen es auf die Abtropffläche. Obacht bei Gläsern und Tassen. Hier müssen Sie Innen- und Außenseite sowie im Besonderen den Trinkrand reinigen. Sollte Ihnen beim Trockenvorgang auffallen, dass ein Geschirr noch eine Verunreinigung aufweisen sollte, legen Sie dies zurück in die erste Wanne und beginnen Sie erneut. Sollte Ihre Spüle ein Sieb besitzen, entleeren Sie dies nach getaner Arbeit in Ihrem Restmüll. Zu Ende stellen Sie Ihr Geschirr an den dafür vorgesehenen Platz, sodass Ihre MitbewohnerInnen dies wiederfinden können. Und damit auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.